Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere Folge beginnt heute mit den zwei Fundkätzchen, die am vergangenen Freitag vorgestellt wurden. Leider hat sich für beide Miezen kein Besitzer gemeldet. Die zwei jungen Katzenmädchen suchen nun dringend ein neues Zuhause, denn Kätzchen, die Freigang hatten, fühlen sich in Gefangenschaft überhaupt nicht wohl. Heute stellen wir nochmals zwei gefundene Katzen vor, für die sich keine Besitzer gemeldet haben und die nach schon etwas längerem Aufenthalt in der Arche Noah dringend wieder in die Freiheit wollen. Den Anfang macht ein getigerter Kater, der auf ungefähr 2 Jahre geschätzt wird. Er wurde im Gotha Park vor einigen Wochen gefunden und an dieser Stelle bereits vorgestellt, um den oder die Besitzer zu finden. Heute soll er von seinen neuen Menschen gesehen und möglichst bald abgeholt werden. Das junge Katerchen wurde in der Arche Noah kastriert und gechippt. Er ist in der Gefangenschaft Menschen gegenüber sehr scheu und braucht eine Weile, bis er sich gern streicheln lässt. Er ist aber sehr lieb und anschmiegsam, wenn er Vertrauen gewonnen hat, erzählt seine Betreuerin, Tierheim-Mitarbeiterin Conny Herbel. Für das Tigerchen wird ein Zuhause mit Freigang gesucht. Sein neues Personal sollte ihm am Anfang etwas Zeit geben, in seinem Revier anzukommen. Dann kommt er von ganz allein. Im Moment lebt er zusammen mit mehreren Leidensgenossen und das geht sehr gut. Vielleicht könnte das Tigerchen auch gut als Zweitkatze leben. Nummer 2 der heutigen Vorstellung ist ebenfalls ein etwa 2-jähriger Kater. Er wurde einst in der Gotha von Zachstraße gefunden und auch für ihn meldeten sich keine Besitzer. Der schöne Schwarz-Weiße sucht ebenfalls ein Zuhause mit Freigang. Er schaut sehnsüchtig aus der Gefangenschaft nach draußen auf die Wiesen. Shaggy ist gleich aufgeschlossen zu allen Menschen und lässt sich liebend gern streicheln. Er wurde ebenfalls in der Arche Noah kastriert und gechippt. Es wäre ein Katzenglück, wenn Shaggy wieder durch ein Revier streichen und auf gewohnten Plätzen in der Sonne liegen könnte.